Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu Deponia the Complete Journey. Ja, wir sind hier mal wieder bei Goal, die im Tank steckt beim Doc und beim Bosso diesmal angezogen. Ja, wer den letzten Part gesehen hat, der weiß es. Wir haben es geschafft, dem Bosso eine Krankheit vorzugoggeln, sodass er sich anzieht. Ja, das haben wir geschafft. Wir haben außerdem dem Seher ein klein wenig einen Streich gespielt. Ja, unser Problem jetzt allerdings ist, wir haben nach wie vor nur die Tasche im Inventar und nicht dieses, hast du nicht gesehen, Mammutfellrelais, was ja immer noch bei Cletus ist. Ja, das ist unser Problem. Wir haben ja allerdings einen Kopfkissenbezug, den haben wir immer noch. Wir haben einen Mantel des Seers und wir haben Bossos Handtuch, ja. Ich sollte endlich damit aufhören, mich ständig an die Spitze zwielichtiger Untergrundorganisationen zu schummeln. Das war schon mein guter Vorsatz zum neuen Jahr, als ich 12 war. Ja, genau. Das Handtuch ist steinhart. Zum Glück wächst weiches Moos drauf. Außerdem ist da ein Pflegehinweisetikett mit 6 Symbolen eingenäht. Komisch. Die habe ich alle noch nie gesehen. Ja, ich würde sagen, wir bringen diese einfach mal in die Wäscherei. Und dann gucken wir mal, ob wir dort weiterkommen irgendwie. Ja, da ist die Wäscherei. Ja, übrigens, beim letzten Mal haben wir natürlich auch das Klo hier, ne? Das haben wir aufbekommen. Anführer ist da. Petra, trulala. Psst. Genau. Hier bin ich nun. Möge die Party losgehen. Petra, die Reliquien mit den 6 Insignien. Die was? Ach, die Reliquien. Wartet mal. Da muss ich selbst mal gucken. Was waren das noch gleich für Reliquien? Die heiligen Reliquien mit den 6 Insignien. Ja, das Coolste am ganzen Ritual sind die Reliquien mit den 6 Insignien. Solange sie keinen Knick kriegen. Falls so ein Relikt mal einen Knick kriegt, ist das Relikt ein Delikt, das... was? Psst. Komm ich jetzt doch keinen Repart, oder wie? Ihr wollt also Reliquien. Bitte sehr, wenn's weiter nichts ist. Bitte sehr, wenn's weiter nichts ist, ja, ist schon klar. Im Übrigen fallen mir gerade hier diese Symbole hier auf. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tatsächlich, es sind 6 Insignien, mehr oder weniger. Ja, wir schnappen uns doch einfach mal, zack. Eines der Reliquien mit den 6 Insignien. Okay. So ist kein Rankommen. Ich müsste die Waschmaschine erstmal wieder zum Laufen bringen, sofern dieser Saunaclub da mich lässt. Okay, und das Kopfkissen, ich glaube, das hat auch 6 Insignien. Eines der Reliquien mit den 6 Insignien. Waka, waka, waka. Boom, waka, waka, ja. Haben wir da noch irgendwas? Ich glaube eher nicht. Eine Zahncreme haben wir ja. Hum, hum, kumbaya. Was hat er da? Was hat er da? Ich dachte, eine der Reliquien vielleicht? Ja? Nein? Hum, hum, kumbaya. Verdammt, dieses Mal war ich mir so sicher. Kumbaya, ja, also definitiv nicht. Wir haben hier immer noch ein leeres Glas, wir haben die Tasche, ja, die Zahncreme, die bringt uns hier nicht weiter, genauso wie Schlüssel Nummer 5 auch nicht. Wie viele Reliquien müssten es dann sein? Das ist halt auch die große Frage. Ganz schön groß, dafür, dass es im ganzen Hotel kein einziges Stück saubere Wäsche gibt. Und die Frage ist auch, wie geht das hier weiter? Hier ist es grün, da ist es grün. Ach, da müssen wir jetzt noch ein bisschen was reinbringen, oder was? Hier ist es noch rot, das heißt, wir brauchen noch 1, 2, 3 Stück brauchen wir noch. 3 Stück brauchen wir noch, okay, das ist interessant. Dann sollten wir uns vielleicht mal auf die Suche machen im in diesem Hotel Menitigel. Ich gehöre jetzt zum Club. Worauf warten wir noch gleich? Na, auf die heiligen Reliquien mit den 6 Insignien. Ah ja, weiß ich doch. Ja, weiß ich doch. Okay, dann schauen wir uns einfach hier nochmal ein bisschen um. Rezeption, Klo haben wir hier. Da ist der Pelikan übrigens. Sieht ganz, ganz lustig aus. Von hier aus sieht das, sieht dieser Kleiderbügel ein bisschen aus wie so eine kleine Flamme. Ach, den Mantel des Seers. Achso, den haben wir ja an. Genau, den haben wir ja an, wenn wir da nicht gerade drinne sind. Vielleicht laufen wir doch einfach nochmal in dieses Zimmer hier zu den Zimmern. Und zwar auf zum Zimmer des Seers.
Ja, der ist immer noch unter der Dusche. Des Zerstörers ist nah. Fuga, fuga, schalali. Die Ankunft des Zerstörers ist nah, so nah. Fuga, fuga, schalali. Fuga, fuga, schalala. Fuga, fuga, schalala. Ja, ganz klar. Hier gibt's nichts mehr zu holen. Vielleicht schauen wir doch einfach nochmal hier rein. In das dunkle Zimmer mit dem Geist. Mit dem Ex-Geist, würde ich mal sagen. Guck mal, wir haben hier das Lagen, das liegt hier rum. Ah, ich beginne zu verstehen. Es ist ein Spannbettlagen. Ja, sehr schön, Rufus. Hast du ziemlich früh erkannt. Wir nehmen es mal. So. Es ist ein Spannbettlagen. Außerdem ist da ein Pflegehinweis-Etikett mit 6 Symbolen eingenäht. Komisch. Die habe ich alle noch nie gesehen. Genau, passt perfekt. So, dann fehlen nur noch 2. Was ist denn hier? Okay, da kommen wir eh nicht ran. Nach draußen ein Loch. Die Ankunft des Zerstörers ist nah. Fuga, fuga, schalali. Die Ankunft des Zerstörers ist nah, so nah. Fuga, fuga, schalali. Fuga, fuga, schalala. Okay. Wir können durch das Loch schauen, mehr aber auch nicht. Und ansonsten haben wir ja gar nichts weiter, glaube ich. Es sei denn, können wir hier noch irgendwas machen. Zahncreme. Ein leeres Glas. Nee, ich glaube nicht, dass wir hier noch irgendwas machen können. Ich will das Rinnsal nicht mit Schaum markieren. Das war schon in A New Beginning dämlich. Ja, gut möglich. Wir schauen nochmal hier raus. Ob es da noch irgendetwas gibt zum Zimmer des Sehers? Ja, ich glaube es zwar eher nicht, wenn ich ehrlich bin. Vor allem kommen wir ja hier noch ins Fenster. Ja, ja. Wir wissen es langsam. Zack. Wir wissen es langsam. Okay, dann fehlen halt uns nur noch 2. Vielleicht gehen wir nochmal zum Zimmer des Dogs. Da haben wir aber auch nicht mehr. Posso. Den können wir nicht nehmen, vielmehr. Den, eigentlich bräuchten wir ihn, aber wir können ihn nicht nehmen. Okay, was passiert, wenn wir hier... Hallo, ist da draußen jemand? Der Wind! Ja, der Wind, der kann schon ganz schön nerven, ne? Lieber Cletus. Okay, hier ist nämlich auch nichts weiter. Zu spät. Der Pelikan hat alles leer gefressen. Bin ja auch selbst schuld. Verflucht sei mein kulinarisches Talent. Ja. Okay, wir haben hier tatsächlich nichts weiter. Gut, dann können wir eigentlich, glaube ich, nur noch in Richtung Rezeption gehen. Oder ist hier im Schrank noch irgendwas anderes? Nee, aber nicht. Dieser Druck. Was, wenn ich versage und die Welt doch untergehen wird? Ich bin der Größte. Ja, das ist natürlich, ja. Da sage ich jetzt mal großartig nichts dazu zur Kreuzertrasse. Hier unten dürfte nichts weiter sein. Können wir nur noch zur Rezeption, ey. Und das ist auch ein bisschen seltsam. Ich weiß es nicht. Da ist der Oppenbot. Der Oppenbot, ja. Kaffeemaschine. Moment. Können wir da vielleicht mit der Kaffeemaschine dem Glas in der Für die aktuelle Phase meines Plans brauche ich keinen Kaffee. Und praktischerweise gibt es hier keinen Kaffee. Zeit für die nächste Phase. Okay, alles klar. Das klappt natürlich nicht. Wie auch, ja, nicht anders. Nicht unbedingt anders zu erwarten. Was haben wir denn hier alles? Wir können nur noch rumgehen, oder was? Da komme ich nicht ran. Da habe ich nichts für. Das ist es ja. Das ist es ja. Gibt's hier gar nichts weiter? Für eine Maschine wirkt er ziemlich überfordert. Dabei habe ich noch nicht mal richtig losgelegt. Ich bleibe lieber in Deckung. Mir gefällt seine Arbeitseinstellung. Sie ist modisch, bequem und hält den Kopf schön warm. Okay, Leute. Ich bleibe lieber. Oh, ja, ja, ja. Ich bleibe lieber in der. Also, müssen wir hinten rumgehen. Alles klärchen. Vielleicht können wir ja irgendwie dem netten Herrn Rezeptionisten aus unserem Zimmer, Zimmer Nummer 5, nämlich, noch ein bisschen was. Moment mal, was war das denn, was da rumgeflogen ist? War nur ein Vogel, alles klar. Ja, jetzt gehe ich schon wieder hier raus. Nee, ich dachte schon, da kann man irgendwas noch machen. Kann man aber nicht. So, vielleicht kann man hier noch was aus unserem Zimmer ordern irgendwie. So, zack. Hallo, Rezeption? Immer zu Diensten. Wie lautet Ihre Zimmernummer? Ja, die... die 1. Zimmer 1. Oh, der Herr Inspektor schon wieder. Wie kann ich Ihnen helfen?
Ich würde dann gerne dinieren. Haben Sie schon etwas? Ich wähle den... Ja, alles klar, das kann man ja schon. Zack, und... Hallo, Rezeption? Immer zu Diensten. Wie lautet Ihre Zimmernummer? Zimmer 1. Oh, der Herr Inspektor schon wieder. Wie kann ich Ihnen helfen? Wann ist mein Lapskaus fertig? Ich sterbe vor Hunger. Warten Sie damit bitte noch. Das Essen wird um Punkt 12 Uhr serviert. Ich rufe Sie dann an. 12 Uhr, alles klar. Haben Sie vielen Dank. Verwählt. Kein Problem. Okay, das hat nichts bewirkt. Hallo, nicht Rezeption? Noch mehr Optionen. Ja, ja, immer zu Diensten. Wir nehmen Zimmer 5. Echt jetzt? Sie arme Wurst. Wie kann ich Ihnen helfen? Ich würde gerne etwas essen. Haben Sie schon etwas vom Menüplan ausgewählt? Was soll die blöde Frage? Da steht doch sowieso nur Lapskaus drauf. Sie haben scheinbar das Kleingedruckte nicht gelesen. Sie können wählen zwischen Lapskaus aus Fischabfällen und vegetarischem Lapskaus. Aus Abfällen, die zwar nach Fisch riechen. Den aber tatsächlich gar kein Fisch drin ist. Oh, die Qual der Wahl. Ich glaube, ich habe gar nicht so viel Hunger. Gute Wahl. Kann ich sonst noch etwas gegen Sie tun? Nein, in dem Fall nicht. Verwählt. Kein Problem. Okay, gibt's tatsächlich nicht noch mehr. Ja, was machen wir denn dann, Leute? Ich würde sagen, wir gehen doch nochmal in die Wäscherei und zack, machen wir einfach mal diesen hier. Eines der Reliquien mit den 6 Insignien. Ja und nu? Es laufen immer noch nicht alle Stationen. Möge die Waschung beginnen. Was? Hey! Ich muss es irgendwie schaffen, gleichzeitig mit Cletus' Kostüm aus der Maschine zu kommen. Nach Möglichkeit, bevor ich anfange einzulaufen. Wähle die Reliquie. Ich wähle die Reliquie. Okay, alles klar. Wähle die Reliquie. Ich lese mal die Anleitung eben, Leute. Ein sauber Künstlerberuf ist, weiß, wie man im Waschsalon so richtig auf die Trommel haut. Die Symbole auf dem Pflegehinweisschildern informieren zudem, in welcher Maschine die Kleidungsstücke Halt machen. Da sich zurzeit immer nur ein Wäschestück in einer Station befinden kann, lassen sich famose Kettenreaktionen verursachen, an deren Ende Rufus hoffentlich gleichzeitig mit Cletus' Kostüm an der Wäscheausgabe landet. Und das möglichst ohne ein Schleudertrauma davon zu tragen. Ja. Okay, wir schauen doch einfach mal. So, Rufus durchläuft also alle. Das ist... Moment. Wo ist denn jetzt Cletus' Kostüm? Das ist jetzt halt die Frage. Nee, das ist ja hier, ne? Ja, es geht ein wenig runter unten. Wähle die Reliquie. Alles klar, wo ist denn jetzt? So, das... Ja, verstehe ich gerade nicht. So, der muss noch zweimal durch, oder was? Okay, Moment. So, der muss waschen und bügeln, oder was? Ich habe keine Ahnung, Leute. Die Reliquie. Weil letzten Endes haben sie ja doch ohnehin alle das... Wähle die Reliquie. Okay, ich würde mal behaupten, das hat nicht so ganz funktioniert. Ja, Rufus. Rufus, sorry, du musst jetzt nochmal da durch. Durch die ganze schicke Maschine. Also es ist, ich komme jetzt nicht momentan noch nicht ganz so hinter die Logik.
was jetzt hier eigentlich passiert. So, wähle die Reliquie. Ja, das Kopfkissen. Wir machen erstmal das Kopfkissen rein. Und warten darauf, dass wir weitermachen können. Wähle die Reliquie. So, wir sind hier, ne? So, das geht nur durch Waschen und... Okay, das ist da. Okay, was braucht der denn? Der macht nur die zwei Schritte. Das heißt, wir müssten eigentlich bis hier rüberkommen zumindest mal. Glaube ich. Wähle die Reliquie. So, eventuell jetzt? Ich bin mir sicher, da steckt irgendeine Logik dahinter, das ist mal klar, ne? Aber welche das jetzt genau ist... So, wir gehen nämlich hinten durch und dann war's das. Alles klar, wo es geht, ist seine Klamotte, die ist da. Oh, dann begeben wir uns auch direkt nochmal da rein. Wähle die Reliquie. Wähle die Reliquie. Ja. Und nochmal, ja komm. Komm, ich kürze das mal ganz eben hier ein bisschen ab. Wähle die Reliquie. So. Schleuder die Gurgel, ja, es ist schon klar, das ist schon klar. Klingeln auf den Ohren. Ich war das anstrengend. Ist es vorbei? Die Waschung ist vollbracht. Kumbaya, mein Sohn. Gott sei Dank. Es folgt die rituelle Zahnoperation. Nein. Was? Nein! Ich fühle mich so beschmutzt. Was soll's? Wenigstens habe ich Kletes Klamotten ergattert. Okay, alles klar, wir haben Kletes-Klamotten, aber ich hätte gerne mal gewusst, was jetzt diese rituelle Zahnoperation da ist. Ich weiß es einfach nicht. Wir können uns hier mal umziehen. Und dann auf zur... Ja, schaut mal, wir sehen exakt aus wie Kletes. Wir können zur Rezeption gehen. So. Zack. Was glotzen Sie denn so, Oppenbot? Mit Verlaub... Sie sehen verändert aus, Herr Inspektor. Das nennt man Zellregeneration. Ein Konzept, das euch Robotern natürlich unbekannt ist. Was auch der Grund sein dürfte, warum sie so unglaublich verbraucht aussehen. Oha, das ist ja wirklich richtig freundlich. Für eine Maschine wirkt er ziemlich überfordert. Dabei habe ich noch nicht mal richtig losgelegt. Ja. Oh, der Inspektor. Bevor Sie etwas sagen, ich kann die Sache mit dem Müllsack unter Ihrem Bett erklären. Es sind keine echten Menschenknochen, sondern... Das ist mir wurscht. Ich bin hier, weil ich meine Tasche brauche. Kein Problem. Ihre Tasche steht hier. Nicht die Tasche. Ich brauche die Tasche, die in meinem Zimmer steht. Und warum kommen Sie dann hier zur Rezeption? Diese...
Können Sie sich irgendein Szenario vorstellen, in dem ich mich selbst unter einem Vorwand aus dem Zimmer locken muss, um an meine eigene Tasche zu gelangen? Nein. Ich auch nicht. Gut, dann überspringen wir das Warum und kommen gleich zum Wie. Wie kann ich mich selber aus dem Zimmer locken? Nun, der erste Schritt sollte sein, dass Sie auf Ihrem Zimmer sind, oder? Würde ich auch sagen. Ja, na gut. Dann gehe ich mal auf mein Zimmer, was? Das sollten Sie unbedingt tun. Und vielleicht legen Sie sich eine Weile aufs Ohr. Ich muss mich entschuldigen. Dem Inspektor scheint es heute nicht besonders gut zu gehen. Ach, das liegt wahrscheinlich nur an den giftigen Dämpfen. Kleiner Tipp, kaufen Sie niemals Wandfarbe im Hinterhof einer Chemieabfallentsorgungsanlage. Ich werde es mir merken. Ja, wie, das macht man nicht. Farbe im Hinterhof von so einer Chemieabfallentsorgungsanlage habe ich früher bisher auch mal gemacht. Aber wie dem auch sei. Ja, was können wir denn dann... Ja, vor allem, wie können wir... Der braucht schon Werkzeug, wenn er Hände wie Schraubstöcke hat. Ja, genau. Ganz schön glitschig, meine Schraubstöcke. Können wir vielleicht die Tasche nehmen? Wenn ich sie einfach so mitnehme, wird Oppenbot das bemerken und Alarm schlagen. Was hier fehlt, ist ein Plan voller Pfeile und Schleudern und Fallstricke und unvorhersehbarer Wendungen. Oder wenigstens ein paar cooler Spezialeffekte in 3D. Ja, das ist schon in Ordnung. So, wir können ja aber die Tasche wahrscheinlich nicht nehmen, oder? Aber Herr Inspektor, ich hab doch noch gar nicht bezahlt. Gut aufgemerkt, Oppenbot. Wenn Sie weiterhin so fleißig mitdenken, lasse ich Sie vielleicht heute Abend meine Perücke entfetten. Zu gütig. Ja, genau. Klingeling! Klingeling! Ja, ist natürlich das, was man unbedingt braucht. So, Rezeptionist. Können wir denn hier noch irgendwas anderes machen? Wir haben die Tasche, wir haben die Klingel. Nee, ansonsten können wir gar nichts weitermachen. Das ist so ein bisschen doof. Das heißt, wir können hier vielleicht noch irgendwas damit machen. Hier läuft übrigens irgendwo eine Tarantel frei herum. Ich weiß, aber keine Sorge. Für gewöhnlich kommen sie erst nach Sonnenuntergang raus. Ja, sehr, sehr schön. Ach, das zeige ich ihm lieber nicht. Es würde mich nur verraten. Wie bitte? Ich geige gern im Dämmerlicht und esse rohen Braten. Und da wundern Sie sich noch, dass Ihre Verlobte verschwunden ist? Ja, genau. Tatsächlich haben wir also hier nichts weiter. Das zeige ich ihm, es würde mich nur verraten. Ja, alles klar. Können wir die Zahncreme vielleicht dem guten Herrn da hinten noch irgendwas machen? Rezeptionist. Was haben Sie da? Gehört das nicht zum Hotelinventar? Was? Ach so, das? Keine Sorge, behalten Sie es einfach. So habe ich es immerhin auch vom Vorbesitzer bekommen. Ah ja, alles klar. Ne? Eine Zahncreme, die dann letzten Endes vom Vorbesitzer stammt, das ist schon Wahnsinn. Das ist das, ja, macht man doch in der Regel so, oder? Zimmertür, wir klopfen vielleicht mal hier. Hallo, ist da draußen jemand? Der Band! Ja, alles klar. Da ist das. Vielleicht schauen wir doch einfach mal in das Zimmer des Seers. Aber der wird wahrscheinlich auch wie... Ja, der singt natürlich nur, Leute. Das müssen wir uns jetzt nicht zigtausendmal anhören. Also, wir sind jetzt auf jeden Fall schon mal zu Rufus, beziehungsweise zu Clitus geworden. Wir haben, sein Kostüm, das gewaschen ist. Oh, was ist denn hier los? Hallo? Ihr braucht euch nicht zu verstecken. Ich bin's doch, euer Rufilein. Ach, ihr könnt mich mal. Okay, dann können wir vielleicht den Drittelschrauber hier nehmen. Tatsächlich. Voilà, da ist übrigens Bosso, glaube ich. Das ist der Doc. Und mehr können wir hier gar nicht machen, glaube ich, ne? Ne, mehr können wir hier tatsächlich erstmal nicht machen. So, dann gehen wir wieder hier raus. Bewegen uns frei in Richtung Rezeption und dann natürlich mit dem Schrauber können wir dann vielleicht dann doch das Ding hier abschrauben. Das passt aber noch nicht so ganz, Leute. 12 Uhr hieß es ja, ne? Die Kunst besteht darin, dem Gast das Gefühl zu geben, er sei König. Immer nett, immer freundlich. Später kann man dann immer noch auf die Handtücher spucken. Oder ins Essen natürlich. Sehr aufschlussreich. Apropos, ich hatte doch eine Bestellung. Oha, da brat mir doch einer einen Lurch. Es ist ja schon längst Mittag. Herr Clitus, Ihr Essen ist fertig. Sie können es jetzt in der Kantine zu sich nehmen. Welches Essen? Na, das Sie bestellt haben, Sie Spaßvogel.
Rattenfleisch? Nicht doch. Glauben Sie mir, es wird Ihnen wunderbar munden. Natürlich, lassen Sie sich ruhig Zeit. Sehen Sie, so macht man das. Immer freundlich, gewählte Ausdrucksweise und im Zweifelsfall lügen. Alles Klärchen. Rache ist ein Gericht, das man am besten mit Fischabfällen serviert. Ja, wie hier im Hotel Minnetücke. Ist schon klar. So, wir können jetzt auf jeden Fall mal, zack, hier vorbei und in das Zimmer des netten Herrn. Moment. Abgeschlossen. Paranoider Fatzke. Stimmt. Hätte ich mir eigentlich auch denken können. Wir haben ja gerade gesehen, wie Cletus hier den Schlüssel abgegeben hat. Also der richtige Cletus. Ei, der Dotter. Sind Sie etwa schon fertig mit dem Essen? Ich hatte großen Hunger. Ja, dagegen hilft unser Essen tatsächlich schnell. Ich wette, Sie können es kaum erwarten, auf Ihr Zimmer zurückzukommen. Hier haben Sie Ihren Schlüssel zurück. Ja. Papiertüten finden Sie unter dem Bett. Alles klar, Dankeschön, der Herr. Das heißt, wir können jetzt tatsächlich hier zu... Abgeschlossen. Parano. Wir können jetzt tatsächlich, zack, mit dem Zimmerschlüssel Nummer 9 hier rein. Hä? Der passt auch nicht. Was zum... Och, nö. Der Fuzzi an der Rezeption hat mir den falschen Schlüssel gegeben. Okay, das ist jetzt ein bisschen seltsam. Das ist jetzt ein bisschen arg seltsam. Zimmer Nummer 9. Vor allem frage ich mich gerade, wo dieses ominöse Zimmer Nummer 9 sein soll. Zimmer Nummer 9. Können wir hier vielleicht? Nee, auch nicht. Die Ankunft des Zerstörers ist nahe. Rufus, geh mal wieder raus. Ich bin mir sicher, irgendwas müssen wir mit dem Zimmerschlüssel 9 hier machen. Ja, so auf Garantie nicht. Geh doch einfach mal hier raus und dann... Hallo! Achso, die verstecken sich ja, wenn wir uns jetzt hier umziehen. Hier, seht ihr? Ich bin's, Rufus! Wer nicht will, der hat schon. Okay, das funktioniert nicht ganz einfach. Zack. Gut, dann gehen wir halt einfach nochmal zur Rezeption und sprechen ihn doch einfach mal drauf an. Schon wieder der Inspektor. Welche Überraschung. Ist alles zu Ihrer Zufriedenheit? Weit davon entfernt. Aber vorerst komme ich zurecht. Alles andere hätte mich auch gewundert. Okay, zack. Und schon wieder der Inspektor. Welche Überraschung. Ist alles zu Ihrer Zufriedenheit? Nichts ist zu meiner Zufriedenheit. Sie Blindfisch haben mir den falschen Schlüssel gegeben. Sabberlippchen, Sie haben ja recht. Ein Moment, das haben wir gleich. Ich glaube, ich brauche eine Geschmacksnerventransplantation. Haben Sie was gesagt? Ja. Wie wär's mit einer knackigen Konversation? Bevor Sie mir den Schlüssel geben, würde ich zu gern Ihre Meinung zu den großen Problemen unserer Gesellschaft hören. Und zwar gleich, nachdem ich von meiner Südseereise zurückgekehrt bin. Nanu, wie in aller Welt. Habe ich Ihren Mittagstisch runterwürgen können? Das würde ich auch gerne wissen. Na los, geben Sie mir meinen Zimmerschlüssel. Ich muss mir schleunigst den Mund ausspülen und eine Dreiviertelstunde weinen. Ich war ja schon dabei, aber zunächst möchte ich Ihnen wie versprochen ein paar meiner Theorien darlegen. Was? Jetzt aber schnell. Ich muss verhindern, dass Cletus den richtigen Schlüssel bekommt. Ja, Leute, aber das machen wir erst im nächsten Part, denn wir sind am Ende dieses Parts angelangt. Ich hoffe, euch hat es soweit gefallen. Wenn ihr wollt, dann schaltet doch einfach wieder ein, wenn es weitergeht mit Let's Play The Boniator Complete Journey. Bis dann, Leute. Ciao.